Mein Name ist Doug Bender und ich bin Zweiter. Doug Bender ist Autor für I Am Second, eine Initiative, die reale Geschichten von echten Menschen erzählt, die ihr Leben Gott anvertraut haben, um als Zweite zu leben. Ich hatte schlechte Gedanken im Kopf und dachte, jeder denkt so von mir. Doug selbst hat schon davon erzählt, wie er Gott in seinem Leben erfahren hat. Sein neues Buch I Choose Peace, ich wähle Frieden, erzählt die Geschichten von Menschen, die Erfüllung darin gefunden haben, Zweiter zu sein. Begrüßen Sie bitte Doug Bender. Doug, willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, bei euch zu sein. Ich muss sagen, ich habe die Videos von I Am Second genossen. Toll, dass du einige deiner Lieblingsgeschichten genommen und sie in einem Buch zusammengefasst hast. Zuerst, was war dein Lieblingsvideo von der I Am Second-Reihe? Das ist so, als würdest du mich fragen, welches mein Lieblingskind ist. Ich liebe sie alle aus unterschiedlichen Gründen. Ein Video, was ich immer geliebt habe und das schon seit über einem Jahrzehnt, ist das Video von Brian Head Welsh von Korn. Was für eine dramatische Wende. Vom totalen Desaster zu jemand, der Jesus liebt und jetzt sein Leben damit verbringt, anderen von ihm zu erzählen. Wir haben seine Geschichte schon einige Male erzählt. Und jetzt konnten wir im neuen Buch erzählen, was Jesus in seinem Leben weiter getan hat. Es ist toll, Teil seiner Geschichte zu sein und sie weiterzuerzählen. Daran erinnere ich mich. Wir hatten ihn zu Gast und er liebt Gott so sehr. Jemand, der aus dieser Welt, aus der er kommt, gerettet wurde und völlig verändert ist. Das war überwältigend. Viele haben die Serie I Am Second noch nie gesehen. Wieso hast du diesen Titel ausgesucht? Ich bin Zweiter. Das hatte eigentlich zwei Gründe. Zum einen leben wir in einer Kultur, wo Gewinnen und Erster sein das Ziel der meisten Menschen ist. Auch wenn es keiner laut sagt, aber wir neigen so zu leben, das wollten wir hinterfragen. Und ich wollte mit dem Titel auch Neugierde wecken. Wenn man über etwas stolpert mit dem Titel Ich bin Zweiter, dann fühlt sich das befremdlich an und es steht dem Zeitgeist entgegen. Deshalb fragt man, was ist das denn? Das war unser Anliegen, hinterfragen und Neugierde wecken. Und die Leute, die diese Geschichten lesen und die Menschen dahinter kennenlernen, erkennen, dass sie Zweiter sind, weil Jesus ihr Leben radikal verändert hat. Diese Geschichten wollen wir erzählen. Und der Kern ist da, wo diese Leute angefangen haben. Während der Zeit mit Corona, und ich weiß, es ist ein sensibles Thema, aber wenn ich morgens aufstehe, schaue ich als erstes die Nachrichten an. Ist etwas anders? Sind wir näher am Ende der Krankheit? Gibt es Neuigkeiten zur Impfung? Und alle stellen diese Fragen. Ich habe das Gefühl, dein Buch bietet sich besonders in dieser Zeit an. Ich glaube, du auch. Wie spricht dein Buch in diese Krise, die wir gerade erleben, hinein? Wie passt es dazu? Das Interessante an Büchern ist ja, dass von der Konzeption, bis es in den Läden steht, einige Jahre vergehen. Das Konzept zum Buch entstand Jahre vor dieser Krise und wir hatten ja keine Ahnung, was passieren würde. Es ist eine echte Fügung Gottes, dass in diesem Buch Angst, Stress, Sorge und alles angesprochen wird, was uns beschäftigt. Er hat dieses Buch zur rechten Zeit entstehen lassen. Gott war nicht überrascht von den Umständen mit dem Coronavirus, auch wenn wir es sind. Ich empfinde es als echte Fügung Gottes, dass wir in diesem Buch die Sorgen der Leute ansprechen können. Bist du besorgt um deine Gesundheit, um deine Finanzen oder sorgst du dich um deine Lieben? Dieses Buch hilft Menschen, diese Sorgen anzuschauen, zusätzlich zu allem, was uns ohnehin beschäftigt. Es ist ein Buch mit dem Titel Ich wähle Frieden in einer Zeit, wo die meisten Menschen Mühe haben, Frieden zu bewahren. Ich glaube, es kommt gerade rechtzeitig.
Und ich liebe den Titel I Choose Peace, ich wähle Frieden. Und das Design, sehr gelungen. Ich liebe das Buch. Das Interessante ist, dass wir gerade nicht in einer friedlichen Zeit leben. Alle sind zu Hause, alles passiert online. Die Leute sind ständig daheim. Man sollte meinen, es wäre eine ruhige, entspannte Zeit. Aber ich kenne nicht viele Leute, die entspannt sind. Die meisten sind ziemlich ängstlich. Hast du einen guten Rat für die, die jetzt zu Hause sind? Niemand weiß, was die nächsten Monate kommt. Keiner weiß, wie sich die Wirtschaft und ihr Geschäft entwickelt oder ihre Gesundheit. Einige kennen vielleicht jemanden, der krank ist. Manche sind frustriert von der Regierung. Was für einen Rat hast du für uns? Du bist ja auch Pastor. Was denkst du als Pastor dazu? Da muss ich an eine der Geschichten im Buch denken, die von Austin Carlyle. Er war Mitglied in der Band Of Mice and Men. Wir haben ihn zu einer Zeit interviewt, als sein Leben am Zerbröckeln war. Er kam zum Interview und damals sagte er, ich habe alles verloren. Er war krank, finanziell am Ende, er hatte seine ganze Habe in zwei Koffern. Das war's, alles, was er hatte. Er kam mit nichts zum Interview und er meinte, weißt du was, ich war noch nie glücklicher. Ich bin friedlicher als je zuvor. Diese Erkenntnis kam ohne, dass wir das im Interview so geplant hätten. Er kam und war so sehr am Kämpfen und zugleich hatte er Frieden. Ich glaube, der beste Rat, den ich in einer Zeit wie dieser geben kann, ist, lass Gott die ganzen Ablenkungen aus deinem Leben entfernen. Manchmal müssen wir selbst das Unkraut entfernen und manchmal tut Gott es. Ich habe das Gefühl, dass diese Zeit dazu dient, einige der Ablenkungen auszudünnen und die Stressmacher aus dem Leben zu nehmen und unseren Fokus auf ihn zu richten. Ich glaube, das ist es. Diese Geschichte und einige andere haben mich dazu angeregt und es passt in diese Tage. Doug Bender, vielen Dank für deine weisen Worte. Schade, dass wir uns nicht persönlich sehen können. Du bist in Pittsburgh und wir sind hier in Orange County, Kalifornien. Wie geht es Pittsburgh als Stadt übrigens? Gar nicht so schlecht. Bei uns gibt es auch Probleme, aber nicht so wie in den Gegenden, die härter betroffen sind. Wir beten, dass es so weitergeht und wir bald eine Normalisierung erleben. Wir lieben dein Buch. Ich liebe die Videos, die du gemacht hast. Du bewirkst so viel für das Reich Gottes. Doug, herzlichen Dank. Gottes Segen und bleib gesund. Danke, dass du hier warst. Wir schätzen dich sehr. Dankeschön und euch auch alles Gute.